Yeah, meine Damen und Herren, wir sind zurück. Der fantastische, unglaubliche, erstaunliche Erwachsene mittlerweile Cheyenne Garcia, meine Damen und Herren, und ich will mich nicht selber ja, vorstellen. Deswegen bin ich ja dafür da. Wenn ich das nicht mache, kriege ich eine 20-Minuten-Audio. Nein. Deswegen. Ich hab meinen Platz anerkannt. Du musst dein Toni hier, Junge. Ja, ich habe erkannt. So, meine Damen und Herren, der wunderbare, der lustigste, aber der missverstandenste Comedian in Deutschland. Ohne Witz. So, ich würde jetzt gerne ein paar Leute angreifen, aber das mache ich erstmal nicht. Nein. Weil ich will erstmal ein bisschen Liebe und Props geben. Ja, wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Ja, wir haben also ich und Cheyenne müssen natürlich sagen, das ist so voll komisch ein bisschen. Ich habe mit ihm, glaube ich, jetzt über 6 Wochen nicht mehr eine Folge für uns aufgenommen. Genau. Wir haben uns in den 6 Wochen 3-mal getroffen. Ja. Und haben nur eine Gastfolge aufgenommen. Genau. 3-mal war das. Das heißt, wir waren so weit voraus mit unseren Folgen, dass wir das nicht. Nee, es hat sich auch. Du hast viel zu tun gehabt, ich habe viel zu tun gehabt. Du hast versucht, Geld zu verdienen, ich habe versucht. Geld auszugeben, ey, Lisa, kannst du helfen? Ja, ja. So. Ja. Das ist die Sache. Allerdings, ich bin ja gerade hierher geflogen. Ja. Ne? Ja, du lebst halt das Jet-Setter-Life. Ja, Jet-Set-Life. Ich bin gerade hergeflogen, ich war ja in Berlin. Ja. Und ich werde dich jetzt schockieren. Ja. Ich war in Berlin, ich habe dir erzählt, liebe Grüße an Ferro, den ich getroffen habe, und er hat mich ja hat mich ein paar Sachen gefragt. Ja. Und ich habe zugestimmt. Ja. Du hast mit den Fragen zugestimmt? Genau. Nee, seine Bitte habe ich zugestimmt. Achso, okay. Und dann haben wir das ein bisschen geklärt und du wirst nicht glauben, weil ich ja Europäer bin. Ja. Wo war ich gestern? Spontan. Ich habe fast was gesagt, ich Idiot. Das hätte ich mein Leben lang bereut. Niemand. Ey, Gott sei Dank, weißt du, was ich sagen wollte? Ich sag's nicht mit. Oh mein Gott, ich habe gar nicht nachgedacht. Ich dachte, wir sind alleine. Ja, das ist scheiße. Boah, ich hätte fast was ganz Schlimmes gesagt. Ich war gestern auf dem Shirin David Konzert. Echt? Ja. Das passt. Das, was ich gedacht habe, war nicht so schlimm. So, und ich war da und ich muss sagen, ich war sehr krass überrascht. Echt? Sehr krass. Okay. So als Künstlerin. Ja. Also, ich gehe mal so ein paar Dinge durch, meine Experience. Ja. Alles live. Okay, das ist schon mal sehr gut. Alles live. Props. Selbst die, the refrains. die Hooks. Die Hooks, ja genau. Ja. Warum sagt man das? Warum gibt's Hooks, so Refrains und Chorus? Ja, ist alles heißt das Gleiche. Okay, was aber, die Hooks. Ja, was am einfachsten, ja. Okay, die Hooks. Sogar die, ganz teilweise nur ein bisschen Playback. Also nur so halb Playback, ja. Sondern auch noch live. Okay. Das hat mich sehr, sehr überrascht. Ja. Und fand ich auch geil. Ja. Weil das gibt so in der Musik eine andere Note. Ja, genau. Ich glaube, das meinst du auch, du feierst, wenn Leute live. Ja, ja, ja. Weil sonst, wenn du es auf CD hörst, so Playback, alles gleich. Ist ja nix. Dann sind wir, also erstmal waren, glaube ich, so Minimum 16.800 Leute da. Ernst? Ja. Wow, you can really dance. Es war fast, also wirklich ausverkauft. Ja. Was wie die Fans, was sind das für Leute? Hat mich auch nochmal überrascht. Ja. Keine Kinder. Niemals. Keine Kinder. Mindestalter 17. Ja. Hauptlöwenanteil des Publikums zwischen 20 und 30. Boah, krass, hätte ich nicht gedacht. Ja, 20, 30 und sogar Ü30. Dabei. Auch? Alles querbeet. Okay. Also das hat mir ein bisschen gefallen, weil da waren so diese Punkrocker waren da. Ja? Ja. Dann waren normale Leute da, so wie wir angezogen. Weil Punkrocker halt nicht normal sind, das will ich damit sagen. Ja, ich meine das doch nicht so. Nein, ich bin doch der Europäer. Ja, ja. Ich will doch mit jedem cool sein. Ja. Der Liberale. So. Das hat mich auch sehr überrascht und die waren alle nett. Ja. Alle gut drauf. Partystimmung. Ja, geile gute Musik. Dann, geil. Weil du ja in diesem Showbusiness ja drin bist. Ja, klar. Und weil du ja die Jahrhundertadler ausverkauft hast. Genau, ich. Wissen wir ja so ein bisschen, was so im Hintergrund abläuft. Der Creative Director. Deswegen. Ja. Ich sage dir, okay, soll ich die Zahl erstmal sagen, was ich denke, was die Show gekostet hat? Nur die Kosten. Ja. Ich denke 800.000 Euro. Eine. Ja, das kann sie doch gar nicht einspielen. Doch. Wie? Wenn man, sagen wir mal, Durchschnittspreis 60 Euro macht und es waren 17.000 Leute da, dann bist du schnell bei 1,2, 1,1 Millionen. Genau, ja, aber dann ist ja nur ein kleiner Teil, der übrig bleibt, weil die Show so teuer ist. Ja, ja. Und ich glaube, darauf hat sie Wert gelegt. Ja, dass es eine gute Show wird. Ich sage dir, Bro,
allein die Bühne und diese Bildschirme, weißt du noch, was diese Kackbildschirme bei uns gekostet haben? Ja. Bei uns, das war so. Das Aldi-Version. Die Kick-Version. Doch, so Kindergeburtstag. Kick-Version. So Projektor. Ja, wir sind doch arm. Die ist doch reich. So, ey, allein die Bühne, die Show, also sehr, sehr krass gemacht. Wirklich so 15 Tänzerinnen dabei. Mit allem drum dran. Gast kam, Artist, AK außer Kontrolle kam. Ja? Ja. Okay. Und sehr, sehr geile Show. Also ich bin, hab großen Respekt vor ihr. So alles live, Show konzipiert. Die Zwischenübergänge sehr, sehr geil gemacht. Die Gäste haben mich auch überrascht, wer da war. Zu gucken? Ja. Das ist okay. Herbert Grönemeyer? Niemals. War da? Was macht der da? Seine Kinder 100%. Nein. Der gibt sich das doch nicht, Alter. Doch. Welcher Erwachsener Mann hört das, bitte? So, Herbert Grönemeyer, dann... Hast du den gesehen? Nein. Okay. Ja, dann war er nicht da, wenn ich ihn nicht gesehen genau, habe. Genau. So die Sahnlogik. Ja, wobei willst du wissen, dass er das da war? Das Quatsch. Ja, weil man ihn so gezeigt hat, schaut auf. Ach so, okay. Ja. Dann Peter Fox. Okay, krass. Ich meine Helene Fischer. Boah, so, ja, okay. Das so, und die haben jetzt auch ein Feature, ne? Wer? Shirin David und Helene Fischer. Echt? Ja, ja, Endlevel. So. Ja, jetzt Endlevel. Super, die ist super, 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 super. Das ist jetzt so man Deutschlands kann Nummer 1. Ja, ja, ist sie dann. So, es gibt ja aber dann Leute, die dissen jeder. Ja. Ne? Ja. Ich sag dir ganz ehrlich, nach dieser Show kann keiner mehr was sagen. Echt? Du kannst es nicht feiern, weil das nicht deine Musik ist. Aber wenn du die Show gesehen hast, was willst du da dissen? Okay, also deine Texte werden nicht geschrieben, deine Texte haben einen Mann geschrieben, so, oder diese Show, dass du diese Halle füllst, 17.000 Leute, 800.000 Euro, 700, ich weiß ja nicht, ich schätze es, dahin gibst, musst du als Künstler respektieren. Wenn du selber Künstler bist, du musst sagen, ey, das ist nicht meine Musik vielleicht. Ja. Das ist nicht meine Musik, ist auch nicht mein Genre, ich bin zu alt, ich bin raus. Aber so als Künstler musst du das definitiv respektieren. Was denkst du, wie lange hätte ich da drin ausgehalten, bevor ich mich in die Luft gesprengt hätte? Vor Hass. Du? Ja. Ich denke, dass du es gefeiert hättest. Echt? Ja. Ich glaube nicht. Also ich zeig dir. Das ist doch gar nicht mein Fall. Ist ja nicht deine Musik, ne? Ja, null. Aber jetzt zeige ich dir, weil ich weiß, dass du sowas liebst. Nee. Ich würde dir später mal so 4, 5 Instrumentals nehmen. Nee. Nur die Beats. Ja. Die Beats sind schon sehr fresh. Ja? Und, Bruder, für mich Highlight, als dieser Beats-Trip für mich von Sido und Kitty Cat kam. Dieses Dumm. Ja. Boah, was ein Beat, Alter. Dann, Bruder... kam, ey. Da hat man gemerkt, guck mal, 17.000 Leute, man hat gemerkt, alle so gute Stimmung. Ja. Keiner unhöflich. Ja. Keine asozialen, keiner wirft was. Ey, geil. Feier ich. Gute Fans also. Gute Fans, saubere Fans, also wirklich Respekt. Respekt. So. Props. Props. Aber das dann. Das ist das Wichtigste, saubere aber Fans. Dann, Bruder, kam Haftbefehl Conan. Ja. Conan der Barbar. Oh, geil. Da hast du gemerkt, wie asozial diese Stimmung. Ja, der Beat und so ist auch übertrieben. Ja, da kam diese Stimmung. Ich direkt. FFM, die kleine Uhr. Jetzt Sonys 069. So Leute gucken mich an. Ey, was ist mit dem los? Ja, das nimmt einen ein. Ja, diese Haftbefehl-Mucke. Man wird so auf einmal. Ja, die Beats waren schon krass. Show ist schön. Sehr gut gemacht. Sehr viel Geld investiert. Aber würdest du es nochmal reinziehen? Ja. Echt? Mhm. Okay. So. Für mich war das kein Rap-Konzert. Ja. Ich finde, warum ich das so feiere und auch gerade anspreche, hat einen Hintergrund. Ja. Mir weil fehlt du Geld verdienen willst. Nein, nein. Mir fehlt das wirklich, Nisa, wirklich. Ja. Dass es in Deutschland so ein bisschen mehr geile Konzerte gibt, Musik gibt. Guck mal, Apache, auch geil. Habe ich auch nicht gesehen, kann ich nichts sagen. Also auch die Show, was ich habe es selber leider nicht live gesehen, aber auch die Videos, die sie geil, Show. Da wird wieder Geld investiert. Ja. Ich finde, dass so die Musikindustrie durch diese anderen Sachen so gestorben sind wie Boxen. Ja. So eine Zeit lang. Und ich finde, so Künstler wie Apache, Shirin bringen das wieder auf ein geiles Level. Aber vielleicht können die das nur auf ein geiles Level bringen, weil die so erfolgreich sind. Ja, 100%. Und dadurch kommt viel Geld rein, dass die wieder viel Geld investieren genau. können. Genau. Definitiv. Ja. Aber ich finde, wir in unserem Land, wir mussten uns so teilweise so ein bisschen schämen, weil guck mal damals Herbert Grönemeyer. Udo Lindenberg. Ja. Marius Müller-Westernhagen. Ja, guck mal, was für Konzerte die gemacht genau. haben. Ja, auch Dings. Wer ist dieser Zwerg, der so groß ist wie ich? Peter Maffay. Peter Maffay, ja. Ja.
Also. Ey, so, der ist Deutschlands Legende, der wird einfach so als Zwerg betitelt. Aber geil, feier ich. Das erzähle ich mich nicht. Echt? Ja, das ist lustig. Ja. Da kann man nichts sagen. Hast du gesehen, was er gemacht hat? Was? Ich habe es noch gepostet, zu Hause habe ich das gefeiert. Was? Der ist 74 und hat jetzt eine 36-Jährige geheiratet. Ja, dass du natürlich für so unnötige Sachen das nix mit Props aufsprichst. Ja, du, da geht Shirin David Konzert gucken, die hat sich Mühe gegeben. Ja. Voll die geile legendäre Show. 17.000 Leute, er gibt dir dafür Props und ich sage, ey, Peter Maffay hat eine 40-jährige Frau geheiratet. Das ist sowas, was mich beeindruckt. Da merkt man, warum der erfolgreich ist und ich nicht. Du musst einfach einen Job. Ja, einfach ein Esel. Der gibt einer Künstlerin Props, die sich Mühe gibt, die wahrscheinlich monatelang geprobt hat, Blut, Schweiß, Tränen, Kotze für so eine Show. Ja. Und ich gebe einem einfach Props, dass er pädophil ist. Also nicht pädophil, ja. Ich meine ein Jüngerer. Ja, ja. Weil das ist eine Beleidigung. Ja. Du bist krank, ne? Und dann habe ich erfahren. Wie kann man nicht helfen? Dann habe ich erfahren, dass sie vor ihrer ersten Show, ja, ich glaube, 8 Tage lang die Stuttgart Porsche Arena gemietet hat, um die Proben zu machen. Okay, da geht aber auch viel Geld flöten. Bruder, wie viel Geld ist das? Ja, ja. Lass mal so ein Kabel da tragen. So. Respekt, wirklich. Das ist krass. Und ich finde das schön. Jetzt ist aber meine Frage: Das ist immer ein Aufbau. Ja. Also erstmal Props an Shirin David, ja, und Taban, vielen Dank. Und Props an Peter Maffay. Und Props an Peter Maffay. auf jeden Fall starke Leistung, bitte. Peter Maffay, starke Leistung. Das ist ihre erste Tour, ne? Ja. Ich will nicht wissen, was die zweite oder dritte macht. Ja. Jetzt aber kommen wir zu dem Thema. Was denkst du, ist jetzt Apache und Shirin ein Türöffner für die neue Generation, nicht mehr die alten Garden, die wir hatten, die so Konzerte tagtäglich gemacht haben, ne? Es war ja jedes Wochenende irgendwas. Ja. Oder so AC/DC oder. Das ist ja natürlich so, King. Ich meine, so von der. Oder Rammstein, ja, macht ja auch noch ganz krasse, ja, Konzerte. Ja, ja. Aber jetzt von der neuen Generation, ein Apache und eine Shirin David, haben es ja jetzt auf ein Level gebracht in der neuen Generation. Was muss passieren, dass diese Sachen gehalten werden? Brauchen wir also mehr Leute, die auf Konzerte gehen? Punkt 1. Punkt 2. Geht das nur mit Popmusik? Weil Apache ist auch ein Popmusikkonzert. Du würdest ja auch nicht mehr unter Rapper einkategorieren, oder? Mm-mm. Shirin macht schon viel Rap. Ja, Shirin würde ich unter Rap kategorisieren. Ja? Nicht, was ich so an Rap feier, aber das ist schon Rap. Weil die Songs sind zu 99% gerappt. Die rappt nur. Ja. Das ist schon Rapmusik. Okay. Ja. Apache? Nein, gar nicht. Ist den, Pop? Ja, 100%. Okay. Den kategorisiere ich gar nicht als also Rapper. Also geile deutsche Popmusik. Ja, genau. Okay. Wer könnte es denn noch schaffen? Von aktuellen Künstlern? Ja. Ja, das Problem ist, ich bin nicht so drin, weißt du doch. Aber im gewissen Alter, wo du ja jetzt auch bist, ja, bekommt man ja voll viele Sachen nicht mehr mit. Das merke ich ja auch, wenn mir immer so neue Künstler rangebracht werden. Ey, hast du das von dem? Ich weiß das ja. Wir haben doch diese Folge gemacht, selbst bei Ami-Künstlern. Die kenne ich gar nicht. Weil du nicht mehr das halt so konsumierst. Du bist hängen geblieben auf deinem Zeug. Deswegen, ich kenne nicht so viele, dass ich mich dazu äußern kann. Okay. Das heißt, weil, guck mal, du darfst nicht vergessen. Und das ist jetzt wirklich so. Hättest du mir nicht von Apache erzählt oder jetzt vom Shirin-Konzert, würde ich nicht mal wissen, dass die geile Konzerte geben. Das bekomme ich ja gar nicht mit. Das findet gar nicht bei mir statt. Dein Kosmos, gar nicht. Gar nicht. Das wird ja auch nicht im Algorithmus angezeigt? Nein, gar nicht. Mein Algorithmus kennt mich doch. Da werden mir andere Sachen angezeigt. Landschaften. geil. Okay. Jetzt habe ich aber eine Frage. Wenn wir jetzt so sehen, Rap an, ja, sich. Ja. Du weißt ja, Rap ist ja nur eine Schiene. Genau. Ist Rap größer als Pop? In Deutschland 100%. Ja? Ja. Das heißt, da müssten ja so Rapper, die sehr erfolgreich sind, diese Zahlen dann auch füllen können. Ja, können die. Wenn man jetzt zum Beispiel Bones und Raff füllen, das doch auch, wenn die zu zweit auf Tour gehen. Alleine? Ja. Also einzeln? Ja. Das weiß ich nicht, aber alleine sind die immer auf zu zweit sind die immer auf Arena-Tour, so wie ich das mitbekomme. Aha. So, aber wie sind denn ihre Shows? Sind die nicht so? Ja, da bin ich nicht drin. Aber ich glaube. Aber die sind voll. Und, ich glaube, auch, die gehen ab. Ja, ich glaube, die Stimmung ist auch brutal. Ja, genau. Wenn so nicht ohne mein Team oder genau. Palmen aus Plastik oder so kommt, ja, dann, ja. Dann rasten die alle aus. Ja, 100%. So, aber ich weiß, was du meinst. Du redest von diesem Show-Aspekt. Genau. Wie im Amiland mit Videosequenzen und Pyrotechnik, ja, und Tänzerinnen. Nee, ich glaube, das machen die nicht. Ich glaube, das machen echt nur Apache und Shirin.
so viel ich weiß, weil du mir erzählst, dass die es machen. Ja. Ich glaube echt, das machen nur die. Und das ist halt vom Amiland inspiriert. Und das wegen Geld. Ja, weil es halt viel, aber guck mal, das ist ja wie du sagst, wenn jetzt zum Beispiel, das hast du mir ja gezeigt, was ich sehr brutal fand, als Apache auf Tour war, hast du mir ja gezeigt, dass auf so einer Riesenleinwand, also 1A Quali, so ein Kurzfilm läuft vorher, ja, ja. 15 Minuten, der endet so, dass er irgendwie rausgeschubst wird, dann genau. Ist er auf der Bühne, du musst das drehen, die Schauspieler, Film, und du weißt ja, viele Menschen sind ja, was man denen nicht verübeln kann, sind ja geldgeil, und die denken sich, ey, bei mir sind doch eh 15.000, so oder so, was soll ich jetzt nochmal 300.000 investieren, um irgendwelche Pyrotechnik zu machen und einen Film zu drehen und so. Also die sind gar nicht bereit, denen das zu bieten, diese Show, weil du natürlich sehr viel Geld investieren musst, um das zu machen. Das ist ja klar, ist ja wie jetzt, wenn, und das meine ich jetzt nicht, um den einen hervorzuheben und den anderen, aber wenn ein Michael Jackson auf Tour gegangen ist, zum Beispiel, ist das viel teurer, als wenn ein Ed Sheeran auf Tour geht. Rein so von dem, was abgeht, weil Michael Jackson, der fliegt, Zaubertricks sind da drin, 18 Tänzer, verschiedene Kostüme, Ed Sheeran ist da mit Gitarre. Das ist also viel, viel günstiger. Und dann ist da kommt dann der Punkt, ich glaube, Shirin, guck mal, es funktioniert ja, weil du bist ja nicht, ich weiß, hörst du Shirins Musik? Ich finde ein, zwei Songs sehr, sehr gut, aber ich bin jetzt kein aktueller Zuhörer. Okay, du bist kein aktueller Zuhörer, das heißt, du feierst ihre Musik nicht, aber du bist super begeistert von ihrem Konzert. Und ja. Damit hat Shirin ja das erreicht. Sie sagt, ja. Ey, ich mache so eine fette Show, dass keiner mich haten kann. Das selbst, und guck mal, und du kennst mich sehr gut. Ja. Und wenn du sagst, glaub mir, Nisa, du hättest das gefeiert, ja. Dann denke ich mir auch, okay, krass, obwohl das gar nicht mein Fall ist. Ja, aber du hättest das echt gefeiert. Ja, weil du, glaub ich dir. Weil ich weiß, dass du so Künstler respektierst, die was schaffen. Genau. Und, denn, und das hat man gesehen. Und dann sieht man ja, dann hat Shirin Wert drauf gelegt und hat was den Leuten geboten, dass sie sagt, ey, selbst jemand, der gar nichts mit mir anfangen kann, der wird sagen, okay, das ist fresh. Und dann, deswegen glaube ich, dass ein Apache oder ein Shirin Wert darauf legen. Warum sollte sonst Apache diesen Film gedreht haben, der ja auch qualitativ hochwertig war? Ja. Wie viele Minuten waren das? 10, 12? Ja, oder sowas. Ja. Aber ich habe mal eine Frage. Ist Shirin da, wo sie ist, weil sie so ist, weil sie so viel Geld investiert? Könnte es eine andere Künstlerin, die so sagt, oder ein anderer Künstler wie Apache, es gibt ja einen zum Beispiel, der ähnliche Musik macht oder so. Ja. Ist er da, weil er sagt, nee, ich habe jetzt ein Budget, einen Vorschuss von 500.000, ich nehme nicht 450.000 und stecke in meine Karriere? Nee, doch, also guck mal. Doch, er ist da, weil er das investiert. Weil ich, meine kleine Schwester war beim Apache-Konzert. Ja. Ja, so. Von meiner kleinen Schwester, über allen Freunden, über dich, die alle, die da waren. Wie gesagt, das findet auch gar nicht mal im Kosmos statt. Ich habe nur gehört, dass das krass ist. Und das ist ja dann auch, dann ist das ja, das heißt, die Mundpropaganda wird brutal. Ja. Weil alle sagen, ey, das war das beste Konzert. Und das ist ja die beste Mundpropaganda, wenn alle sagen, ey, Apache war so fresh. Was ist für eine beste, was gibt es eine bessere Mundpropaganda, wie jetzt, also auch Shirin das weiß sie natürlich auch, die Fans, die sie sowieso feiern, das ist egal, weil die hätten sie auch gefeiert, wenn sie nur mit zwei Tänzern da wären und ihre Musik performt hätte. Denkst du? Ja, die hätten sie so gefeiert, doch. Weil in die, nein, glaub mir, oder wenn die Leute, ich denke nicht, weißt du warum? Du weißt so, wie die Leute heutzutage sind. Die sind keine Fans mehr, so wie bei NSYNC. Wenn die heute Geld bezahlen und da irgendwas denen nicht passt, dann sind die keine Fans mehr auf einmal. Okay, stimmt auch. Ja, aber bei NSYNC damals war es so. Die haben einfach, die sind in Ohnmacht gefallen, einfach nur, weil die rausgekommen sind. Ja, aber jetzt, es gibt Leute, die haben auf unsere Show schon gehatet und sind vorher gegangen, obwohl die ein Ticket gekauft haben und uns kennen oder dich kennen. Ja. Ja, dass Leute Show verlassen, das kenne ich zu gut. Ja. Ach so, und ey, was ich vergessen habe zu sagen, weißt du, was ich krass fand? Du kennst doch, man singt doch mit oder rappt mit. Ja. Bruder. Ganze Halle, jeden Song mit. Jedes Wort. Nicht nur erst bei der Hook. Nicht erst bei der Bridge. Jedes Wort. Aber wir können über 30, waren da Männer? Ja. Männer waren mehr da als in anderen Städten, das hat sie gesagt. Sie hat gemeint, wow, krass, mehr Männer als sonst. Es waren 90% Frauen da. Ja. Aber querbeet. Und die Männer, haben die das auch mitgerappt? Ein paar, ja. Ein paar. Auch Männer über 30? Ja. Waren das Männer oder? Beides. Okay, du verstehst das. Ja, es gab auch einen so mit einem Glitzerhemd. Ja, klar. Ja. Ja, und faszinierend. Das ist faszinierend, ich kann nichts sagen, das fasziniert mich. Ja. Das ist echt, aber ich feiere das. Das ist ja auch, dass man, wenn man den Fans was bietet, dann werden die
sich bedanken, indem die nochmal zum Konzert kommen, ja, das nochmal sehen. Und die Mundpropaganda, das ist ja, wie gesagt, bei Apache, wo der auf Tour war, man hat ja nur davon gehört. Nicht, ja, weil er ausverkauft, schaffen doch viele, sondern weil die gesagt haben, die Show ist brutal. Guck mal, 50s Show, wo wir waren. Brutal. Die war jetzt nochmal besser. Nein. Da hat er viel mehr Geld investiert. Ja, der kam aus so einem Würfel raus. Ja, Busta Rhymes Vorgruppe. Ja. Wieso sind wir nicht gegangen, Alter? Wir waren selber auf Show. Ja, aber so 2-3 Tage hätten wir irgendwie investieren können. Ja. Deswegen ist das schon, deswegen finde ich es auch gut, dass wir einer Meinung sind, dass wenn wir eine Show machen oder gemacht haben, dass wir gesagt haben, ey, ist egal, auch wenn so weniger bei uns bleibt, Hauptsache, da sind fette, fette Sachen. Ja. So, aber guck mal, worüber haben die Leute geredet, als sie gegangen sind? Verstehst du? Ja, stimmt. All das, was teuer war. Stimmt. Ja. Keiner hat gesagt, boah, die waren voll sympathisch, wie die auf dem Sessel saßen. Es hat kein Schwein interessiert. Stimmt. Ja. Und auf unsere Show. Ja, es hat kein Schwein interessiert. Keiner hat gesagt, ja. Die sind nett. Ja, guck mal, wie lustig und wie kreativ und spontan die das gefreestellt, das juckt keinen. Und dabei war das Schwierigste. Ja. Weil wir müssen spontan sein, schlagfertig. Ja. Das hat doch keinen gejuckt. So, also ich meine, keiner hat gesagt, ja, ey, die zwei sympathischen auf dem Sessel. Hat keinen gejuckt. Und jetzt, bevor die Leute sagen, ja, am Anfang, ihr habt doch Songs performt wie ein Konzert. Ja. Das hat fast 4.000 Euro gekostet. Ja. Und jetzt sagen, hä, warum? Dass wir die Lieder benutzen durften, hat uns GEMA 3.900 ja Euro gekostet. Dann den DJ, der mitspielt, der, ja, Sound, der angepasst werden muss. Und dann mussten ja, allein für die 5 Songs am Anfang, mussten ja die Boxen geändert werden. Ja. Weil sonst hätten wir nur so Sprechboxen, ja, so Moderationsboxen. Ja, ja. Allerdings, weil wir dann so Konzert machen wollten und du ja hier nochmal einen drauflegen wolltest. Ja, genau, ich. Ja, ja, ja. Wolltest du nochmal einen drauflegen? Und dann haben wir ja den Reverend einfliegen lassen. Genau, wir haben einen Reverend eingelegt. Von Georgios, da war ein Reverend da. Ja. Schein hat das so gefallen, der hat so Respekt vor diesem Reverend, dass er weggegangen ist und sich das angeguckt hat. Ja, ich hab mir das angeguckt, weil wenn der Reverend preacht, Alter. Das glaub mir, deswegen, wenn wir das nochmal machen sollten, ja, wir machen einfach gar keinen Podcast mehr. Es juckt keinen, ich erscheine einfach vom Dach. Ja. Du springst mit einem Hai aus dem Boden. Fertig. Die reden nur darüber. Nur das juckt die. Geil. Nur das juckt die. Ja, aber die Show war schon teuer, Alter. Von uns? Ja. Ja, Mann. Die war schon teuer. Die war schon teuer. Ich überleg so im Nachhinein die glücklichen Gesichter von den Menschen, die sagen, ey, so eine Show habe ich noch nie gesehen, ihr habt alle Überwartungen getroffen. Dachte ich mir, ja, aber diese... So mehr Geld? Mehr Geld. Die Wette mich glücklich entspricht. Scheiße, auf die glücklichen Gesichter. Kacke, einer beschwert sich doch eh immer, Alter. Wurde nicht einer hat Props fürs Podcasten gegeben. Wir haben uns vorbereitet mit Text, dann haben wir das nicht gemacht und ich so, ey, wir sind Kings, 30 Minuten spontan, yeah, wie lustig und wie lache. Keiner hat dafür irgendwie Liebe gegeben. Und das ist ja das, worauf ich Wert lege, Skills. Und dann denke ich mir, ich schwöre, der hat recht, wenn der mich so dumm anmacht und sagt, du mit deinem scheiß Künstler, das interessiert kein Schwein. Yeah. Da, das ist der Beweis. Unsere eigenen Fans sind das nicht interessiert. Verstehst du? Das ist geil. Nicht einer hat gesagt, boah, weißt du, wie lustig die waren? Die haben ihren Text vergessen und wie Nizar das mit der Sonnenbank einfach da gefreestellt hat und dann Scheiern, wie der Frau nachgemacht hat, wie die auf Toilette gehen, das kam spontan. Ja. Das ist ein Comedy-Bitter, schreiben Leute so 3 Jahre dran und performen da. Nicht eine Liebe. Schreibt mal einen Kommentar bitte drunter, dass das lustig wird. Nur Mitte und Anfang. Ja. Ja, dann wissen wir ja Bescheid. Wir machen eine Podcast-Tour. Ja, wie wollt ihr reden? Wir reden gar nicht. Wir reden gar nicht. Wir setzen uns einfach so hin. Ja. Und wenn dann irgendein Pferd, wir reden einfach nicht. Und wenn ein Pferd ruft, ey, wieso redet ihr nicht? Sagen wir, wofür? Kriegen wir nachher keine Props dafür. Wir werden nicht als Künstler. Wir kriegen als Künstler keine Props. Die wollen nur Show und Party und so. Aber geil. Ja. Also Stimmung ist sehr, sehr wichtig. Aber guck mal, ich sag dir ehrlich. Und das merke ich an unseren Fans, die jetzt bei uns auf der Show waren. Das, ja, habe ich auch gestern jetzt auf dem Shirin David Konzert gesehen. Dass Fans die Halle zum Beben bringen. Ja. Nicht der Künstler. Ja, wir haben geile Fans. Die haben Party gemacht. Die sind ja auch, ja, so teilweise wie wir. Mhm. Und das ist ja alles dabei. Das ist schon sehr, sehr. Ja, bei uns, die haben ja getanzt schon vorher. Ja, ja, die waren geil drauf. Die haben geil Party gemacht. Das freut mich. Aber mit Shirin-Fans, ich bin echt verwundert, weil hättest du mich gefragt, ich hätte gesagt, da sind nur so 12- bis 16-jährige Mädchen. Ja, gar nicht. Null. Krass. Siehst du, wie man sich irren kann? Ja.
aber ich irre mich ja eh sehr oft. Von daher ist es ja auch geil. Nichts Neues. Diese Wahrheit ist einfach legendär, man kann nicht von sagen. Von 10 Sachen, die ich hier sage, sind 9 falsch. Deswegen. Ja, auf jeden Fall, Alter. Das ist geil. Bei wie vielen Minuten sind wir? 25. Ja, nochmal so ein 20 drauf. Noch so ein 20 drauf. Nee, warum ich jetzt gefragt habe, weil irgendwie, ich habe keinen Bock hier zu reden, ich will mit dir so alleine reden. Ja, genau. Ich will so Essen bestellen, mit dir chillen, weil die Stimmung ist geil. Ja, aber hast du ja kaputt gemacht, weil du irgendwelche Leute einlädst, die wieder Geld bringen sollen. Obwohl sie nur Geld aussaugen. Die nagen an uns. Ich sitze im Flugzeug letzte Woche, da poste ich ja den Flieger, ne? Ja. Schreibt mir einer, Grüße, ne? Wenn du das hörst, bist King. Schreibt er, Bruder, hör doch auf, verlier die Hoffnung, es wird keine Kooperation kommen. Habe ich geschrieben, ich habe doch den Kooperationsstein. Sagt er so, okay. Ich will dir die Hoffnung nicht nehmen. Alles Gute, guten Flug. Sehr danke. Ja, ey, diese Kooperation. Ah, es gab natürlich wieder sehr viel Shitstorm in den letzten Wochen. Ja. Was habe ich wieder verpasst? Das ist eigentlich immer nur gegen mich. Ja, ach nee. Ich dachte wegen mir, weil ich ja immer so Sachen sage. Ja, aber du sagst oft schlimme Sachen. Nein, die Leute bei mir weiß man, dass ich Spaß mache. Das sieht man in meinem Gesicht, mit meinem Verhalten, mit meinem Dasein sieht man das schon. Ich würde dir so gerne ins Gesicht treten. Ne, ja, warum? Guck, man weiß, dass du es ernst meinst. Nein. Das ist dein Problem. Doch, man sieht es. Du sagst immer, du bist der Joker. Das habe ich schon nie gesagt. Ich denke es mir, dass du es denkst. Siehst du? Das ist geil. So. Okay, du willst der Jim Carrey sein. Salim ist Jim Carrey. Der ist nirgendwo. Du kannst ihn doch nicht. Nein. Der hat so oft Probleme. Die haben teilweise in seiner Agentur gesagt, die hören auf zu arbeiten, wenn der reinkommt. Wegen den Statements, die er macht. Hör auf. Der hat auch. So, bei dir, man denkt wirklich, dass du es ernst meinst. Das ist echt ein Problem. Man denkt es. Es ist ja nicht so. Du bist ja ein Quatschkopf. Ja, ich weiß. Die denken, dass ich das ernst meine. Ja, also unsere Nicht-Fans. Genau. Und bevor sie Fans werden. Vergraulich das so, sie. Ja, das sind so ein langfristiger Prozess. Ja. Wenn jemand uns also zum ersten Mal hört, der psychisch labil ist. Genau, das ist gut. Und heute sind ja viele psychisch labil. Ja. Weil er heute mit dem wenigen Scheiß rumgeholt. Nee, umgekehrt. Psychisch labil ist, dann sagt er so, hey, ich verstehe den nicht so, der ist interessant, irgendwie, der hat viele Zähne und der andere sagt, der ist Europäer, aber der sieht aus wie so ein Kanake, der neben mir wohnt. Ja. Ich höre mir das nochmal an. Ja. Und dann sagst du irgendwas mit Van Damme. Ja. Dann sagt er so, ey, geil. Dann hört er noch eine Folge, sage ich, ja, ich bin Europäer, sagt er, das ist einer von mir. Okay, und so und Sympathie. Und dann nach 100 Folgen merkt man, erst nach 100 Folgen. Du musst 100 Folgen hören. Und dann hörst du, ey, Nizar ist ein super intelligenter Typ. Oh, Lüge. Der will nur ein bisschen Rattenscheiße verteilen, dass die Leute drauf treten. Der will anecken, der mag das. Genau. So, der mag das. Dem befriedigt das einfach. Ja, genau, ja, das ist gut. Der ist ein Autist. Ja. So, und der andere ist verzweifelt, weil er mit dem autistischen Freund diesen Podcast hat. Er wusste nicht, was auf ihn zukommt. Ja. Und er versucht, so Schadensbegrenzung zu machen. Ja, genau. Aber der hat auch kein Rückgrat, springt einmal so, einmal so. Was Geld, wenn morgen irgendein krasser Werbepartner kommt, würde man sagen, genauso sowas wie Nizar habe ich gesucht. Das brauchen wir in Deutschland. Hier 100.000 Euro im Monat. Sag, was du willst. Du würdest sagen, siehst du Nizar, ich stand hinter dir. Und was hast du denn? Ich hab dich schon immer supportet. Ja, und wenn ich sagen würde, du hast doch voll oft gemeckert. Ja, das war nur so, damit ich ergeben Nein, bei dir brauchst du ja nicht zu sagen. Ja, ich sag's nicht. Dem. Ja. Ich sag so, ey, ich wusste das schon immer. Ja. Man darf ihn nicht einsperren. Ein Hai in so einem Käfig. Ja, das ist doch nicht SeaWorld. Ja, genau. Der muss doch frei. Der muss frei. Er braucht seine freie Natur. Guck mal, die Sache ist ja die. Aber du verstehst, was ich meine. Ja, ich verstehe, was du meinst. 100%. Man muss erst so ein paar Folgen verstehen. Das gebe ich dir recht. Weil das erste, bist du im Schock. Ja, dann bist du im Schock. Du bist im Schock, erste Folge, man hört so 40-jährige Frauen sind wie ein Kaffeefilter. Aber wie kann man das ernst nehmen? Wie der verbraucht ist. Nicht ein Kaffeefilter an sich, sondern dieses Ekliche, was stinkt. Ey, weißt du, wie viele Frauen da drunter geschrieben haben? Ja, der ist doch selber alt und wer will ihn? Die werden richtig persönlich und beleidigen mich. Und das ist so richtig krass. Jetzt frage ich dich. Guck mal, überleg mal. Ich mache einen Scherz und die beleidigen mich persönlich aufs Übelste. Ja. Aber die haben teilweise, ne? Sind diese, guck mal, ich sag dir was. Jeder weiß, was kommt. Guck mal, ich war auf dem deutschen Account.
Ne? Bitte nicht. Pass auf. Und dann hast du irgendwas gepostet gegen die? Nein. Achso, okay. Ich war aus dem deutschen Account und da bin ich in unsere Privatnachrichten gegangen. Ja. Und da hat mir so ein Mädchen, da war so eine Nachricht von so einer Frau und die hat geschrieben, entfolgt für diese Scheiße, die ihr über 40-jährige Frauen sagt. Ey, warum ihr? Ich hab das nicht gesagt. Ja, mitgehangen, mitgefangen. So, dann antworte ich ihr. Ich schwöre, ich habe original so geantwortet. Wir lieben dich, auch wenn du uns hasst. Liebe ist der Schlüssel für alles. Friede für jeden Menschen. Und hab so ganz viele Herzen geschickt. Yeah. So, tak, 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 tak. Dann schreibt sie, ja, aber das war doch unkorrekt, was ihr gesagt habt. Sag ich, guck mal, bist du nicht ein Fan, hast du gesagt? Schreibt sie, ja. Sag ich, wie kannst du dann ansatzweise ernst nehmen, was ich sage? Dann die so, du hast recht, ich bewerte euch jetzt mit 5 Sterne. Ihr seid cool. Guck mal, wie die sind. Nein, die haben recht. Diese Frau hat recht. Wo hat sie recht? Sie ist doch direkt umgeswitcht. Bruder, erklär eine Sekunde ich, erklär auf ich dir. Ja. Guck mal, Mr. Rückgrat. Mister, ich habe Haltung. Ich ende jedes Jahrzehnt meine Meinung. Jedes Jahrhundert. Jedes Jahrhundert. Guck mal, die hören 5 Folgen. Du sagst was, was die verletzt. Sie sind verletzt. Eine verletzte Frau, Bruder. Ja. Ob du, ich nehme auch Spaß, meine Frau sitzt hier oder mein Mann, je nachdem. Ja, genau. Wie gerade die Kooperationen besser sind. So, ne? So, ist hier. Ja. Und ich sage, guck mal, hätte ich dich vor 10 Jahren nochmal getroffen, ich wäre wirklich weitergelaufen. Es ist ein Spaß, wir lachen. Aber sie denkt, ey, guck mal, das ist verletzend. Das beleidigt mich gerade. Ja, du hast recht. So, wenn ich jetzt aber hingehe und sage, es war nur ein Spaß, dann sagt sie, ja, aber Spaß hat mich verletzt. Heul nicht rum. Ja. Aber wenn ich hingehe und sage, ey, guck mal, es tut mir leid, ich wollte dich nicht verletzen. Ja, kein Problem, so schlimm war es auch nicht. Ja, genau. Sie switcht auch direkt um. Ja. So, und Frauen und Männer im Internet. Was ist mit Frauen? Sag ich, Frauen und Männer im Internet sind ein bisschen anfälliger. Ja. Sie nehmen alles auf die Goldwaage. Bei dir, dein Humor ist so, du sagst es straight und direkt, ohne es zu umschreiben. Ja, aber ich lache mich kaputt dabei. Ja, aber ist egal. Ja, okay. Manche lachen sich auch kaputt, wenn sie einen umbringen. Ja, oder lesen Mein Kampf und lachen dabei. Ja, genau. So. Aber wenn die wirklich wissen, wer du bist, und wenn die Fans irgendwann die Tickets kaufen und hier zu deiner Show kommen oder zu uns, das oder hier 230 Folgen, 300 Folgen an, die wissen irgendwann, Nisa ist so und so, weil er hat in Folge das gesagt, das hat er irgendwann mal vor. Ja, darüber reden die nie, ne, über die positiven Sachen, die ich manchmal sage. Ja, aber das andere schockt ja. Ja, das schockt, deswegen geht, ja, die Leute sind halt so. So, aber so wenn, funktioniert guck mal, das Internet. Die Leute sagen, boah, du weißt, wie viele Nachrichten ich kriege? Echt? Ja, klar. Distanzier dich von ihm, der macht deine Karriere kaputt. Die so, also das schreiben so Leute, die ich nicht kenne, zum Beispiel Bruno, Halit und schreiben sowas Spaß. So einfach fitter machen. Ja, geil. Nee, schreiben auch Leute. Ich schreibe manchen zurück, ich sag, ey, der Junge ist nicht so. Wenn er wirklich so denken würde, wäre ich doch der Erste, der das gar nicht machen würde. Wenn er wirklich so wäre. Ha, du hast recht. Also er macht nur Spaß, aber seinen Spaß erkennt man nicht. Das ist das größte Problem bei dir. Man erkennt nicht, man denkt, du sagst, ey, Frauen muss man schlagen. Ja. Dass man sagt, genau so ein Typ sieht so aus, der sowas macht und sagt. Nee, aber das meine ich ernst. Das ist Rassismus? Nein, das war Scherz, das war Scherz. Das war ein Scherz. Bei dir ist nur ein Feingefühl. Weil ein Superstar bist du, Talent hast du. Und es gibt ja noch Leute natürlich, die sind jetzt so Schrittbrettfahrer, wie das heißt. Also die gehen jetzt auf jede Welle und wollen das natürlich mitnehmen. Ach so, ja. Das ist klar, das ist wieder was anderes. Ja. Allerdings, wenn eine Frau verletzt ist, wenn du das mit viel, verstehe ich diese Frau. Und ich weiß, dass du sie auch verstehst. Ich verstehe sie. So. Klar verstehe ich sie. Ja, aber warum machst du es denn? Ja, aber, so weit? Ja, natürlich verstehe ich sie, dass sie heult. Aber ich... Mir ist es egal. Sag, komm. Nein. Für den Scherz. Nein, ja, das ist mir egal. Jetzt hat er so eine Befriedigung. Jawohl. Ja, ja, nein. Natürlich, aber ich finde, man sollte, oder weißt du was? Du machst es in der neuen Folge. Wir machen das in der neuen Folge, nein. Ich erwarte zu viel vom Publikum, glaube ich. Vom Internetpublikum, das ist mein Fehler. Echt? Boah, das ist aber ein interessantes Ding. Ja, These. Ich erwarte zu viel von denen. Aber wie kann ich das verstehen?
Weil eigentlich sollte man ja an Fans keine Erwartung haben. Ja, genau. Oder an allgemein Publikum. Ja, deswegen bin ich ja dumm. Weil ich erwarte, dass die das sehen und sagen, aha, guck mal, der will extra provozieren und anecken. Das ist ja, guck mal, weil ich sag doch immer, wenn nie wieder irgendeiner auf mich reagieren würde, eine schlechte Nachricht schreiben würde oder einen schlechten Kommentar, diese ganzen Gags würden wegfallen, weil sie mir keinen Spaß mehr machen würden. Mhm. So, das bedeutet... In diesem Moment, wenn Psychologen zuschauen oder zuhören, ja, könnt ihr diesem jungen Menschen eine nachschreiben und helfen? Ja. Wie, das befriedigt dich, dass jemand sich aufregt? Ja, warte, guck mal, das ist anders. Kennst du das? Wenn das ist du als, erklär mal, Jeffrey Dahmer. Ja, erklär mal. Kennst du das, wenn du als Kind so einen mit einer Wasserbombe beworfen hast? Plack. Das ist hab ja, ich nie gemacht. Ich hab das voll oft gemacht. Aber ich bin Europäer. Ich hab die immer abbekommen. Ja. Guck, ne? Das ist ja auch was Unkorrektes eigentlich. Ja. Du wirfst einem so mit einem Ballon befüllt mit Wasser, wirfst du dem ins Gesicht. Genau. Der ist danach nass, weint, weil man ist ja immer, das hat, macht man im Kinderalter. Aber du empfindest so trotzdem, hast du Spaß dabei. Oder das ist wie wenn du jemanden erschreckst. Das ist ja auch nicht korrekt. Der erschreckt sich, der kriegt Todesangst. Ja. Und du lachst. Oder weißt du, was auch nicht korrekt ist? Ja. Wenn jemand hinfällt und sich was bricht und einer deiner besten Freunde lacht darüber. Das ist kein korrektes Verhalten, aber es befriedigt dich komischerweise. Ja, das kann man nicht vergleichen. Ja, nein. Nein, wenn nein, ein... Das würde ich nicht machen. Oder wenn ein 58-jähriger Tunesier an der Fliese wegrutscht und ganz oben auf den Boden klatscht. Ja. Aber ich weiß, was du meinst, du hast recht. Verstehst du? Ja. So, und mich befriedigt das, wenn ich so sehe, wie die so komplett ausrasten, als wäre ich der Antichrist, weil ich einen Kaffeefilter-Vergleich bringe, der ja komplett an den Haaren vorbeigezogen ist. Und wenn man sich alles anguckt, jetzt doch mal ernsthaft, was habe ich für Scheiße schon gelabert? Als ob Rothaarige so Dämonen aus der Hölle sind. Also ich habe nichts gegen Roten, mir hat noch nie ein Rothaar, Chucky hat rote Haare. Und ich bin Fan von dem. Ja. Guck, ich liebe den, der hat auch rote Haare. Also ich hab, guck mal, nochmal für alle Menschen, ja. Ich weiß, ich werde sowieso alle 4 Folgen nochmal sagen müssen, aber ist egal. Ich hab gegen niemanden was, niemanden, ne? Ich hab nur gegen Individuen was. Ich hasse keine Rothaarigen, ich hasse keine Türken, ich hasse keine Albaner. Selbstverständlich hasse ich auch keine Frauen, ja. Und auch keine Ü40-Frauen. So ein Quatsch. Ja. Das ist doch absoluter Blödsinn. Das dient nur, ich habe in einigen Sachen eine gewisse Meinung, die auch nicht populär ist. Und ich wünsche mir von euch, dass ihr respektiert, wenn ich die äußere. Ja, es geht aber ums Wording, glaube ich. Bro, das ist doch nur Scheiße in Geschenkpapier verpacken. Denkst du? Ja, guck mal, wenn du zu mir sagst... Wenn du sagst, dreckiger, perverser Typ? Das, aber wenn das meine Meinung ist? Ja, aber man kann ja die Meinung ein bisschen nicht... angreifbarer machen. Okay, und wie reden diese Leute, die auf mich reagiert haben? Wie reden die mit mir? Genauso. Ja, also. Aber bei denen hört sich es einfach schön an. Das hört sich nicht, ja, weil sie... Der eine hat so schlecht über dich geredet, ich war kurz davor, denen zu folgen. Ja, siehst du. Weil das so schön war. Ja, ja. Der hat so schön so geredet. Illoyalität so. Weil ich glaube, ich dachte, ey, scheiße, das ist hat ja nicht da. Hat er die Geld gewonnen? Nein, leider nicht. Ich, dann hätte ich es ja, hätte ich ja gefolgt. So war es ja, nur der kurz gezittert. Ja. Also meinst du, ist das Wording egal? Nee, jetzt im Ernst. Ist das Wording egal? Nein, nein, ist oder nicht glaubst egal. Du wirklich, wenn du mir sagst, ey, du dummer Iraner? Nein. Oder ihr sagt, Iraner seid alle dumm. Zu mir. Ja. Dann können sich ja alle Iraner angegriffen fühlen. Ja, aber alle Iraner würden sich auch angegriffen fühlen, wenn ich zu dir sage, du dummer Iraner. Nein. Doch. Denke ich nicht. Doch. Echt? Reda, was sagst du? Ja. Nee. Doch. Wenn ich sagen vielleicht würde, weniger. Wenn ich sagen würde, Reda ist einfach ein dummer Kurde. Denkst du, Kurden fühlen sich nicht angegriffen? Nein. Denke ich nicht. Wenn du sagst, ihr Kurden seid alle dumm. Ja. Dann würden die Leute sagen, das ist die Realität. Dann wäre das auch was an. Guck mal. So. Der ist geil, Alter. Man geht nicht, ne? Man kann nicht. Das ist wie so ein Ding. Das juckt. Ich schwör. Das nein. Ist wie so ein Munchichi. Guck mal. Man kann ihn nicht einfangen. Ja, guck mal. Und dann guckt er so, hä? Ich sag dir ehrlich. Jetzt pass auf. Guck mal. Das Wording, also abgesehen davon, ne? Dass man mir irgendwelche, unpassenden Wordings vorwirft. Ja. Ich bin ein Mensch. Das heißt, ich mache Fehler. Manchmal drücke ich mich falsch aus, manchmal sage ich, wähle ich unpassende Worte. Das wird mir oft passieren. Ja, aber dann werden Leute sagen, warum sagst du es danach nicht? Warum sagst du, ey, tut mir leid, so habe ich es gar nicht gemeint? Weil ich es so gemeint habe. Ja, aber dann zählt doch gerade nicht das, was du sagst. Nein, guck mal. Warte.
Warte. Das ist geil. Warte. Warte, ist mit dir, geil. Wenn ich dir sage, ja. Ich wähle manchmal das falsche Wording ja. Und ich bin ja ein Mensch, ich mache Fehler, manchmal drücke ich mich falsch ja. aus, dann bezieht sich das ja nicht auf alles, was ich sage. Ja. Na, nicht auf aber alles. Aber du implizierst ja, dass du genau das meinst. Nein, das meine ich nicht. Das meine ich nicht. Das meine ich nicht. Das Geilste. Guck mal, die Leute, ne, vor allem die Leute, die so, zum Beispiel, es gab ja viele Reaktionen auf mich letzte Zeit, sehr viele. Ja? Ja, von verschiedenen Menschen. Ne? Okay. So, und du merkst, und das sagt, wenn es einen gibt, der niemals die Opferrolle annehmen würde oder so eine Opfermentalität hat, ne, dann bin ich das. Ich mag das ja nicht. Ne? Ey, das ist so, ja. Jedes einzelne Video, das ich sehe, was auf mich reagiert, hat einen rassistischen Unterton. Das stimmt. Einen rassistischen Unterton. Die machen das natürlich sehr, sehr schlau, aber das ist für mich, wie du sagst, aber das ist für mich scheiße in Geschenkpapier verpacken, weil ich weiß, was du sagen willst. Ne? Mhm. Zum Beispiel, du kannst ein Rassist sein und mir ernsthaft was Rassistisches sagen, ohne zu sagen, du dummer Kameltreiber, geh in dein Land zurück. Sondern wie du sagst, ja. merke ich schon, ich bin ja nicht dumm. Okay. So. In allen Videos wird impliziert, dass ich nicht hier hingehöre, dass ich dumm bin. Mhm. Dass ich im Straßenslang rede, obwohl ich mich noch nie so ausgedrückt habe. Mhm. Wahrscheinlich sogar besser als die. Ja, ich spreche besser Deutsch als jeder von denen. Der, also ja. ich, diese teilweise in den Videos haben die sich falsch ausgedrückt. Dann das, ja, mit so Sätzen wie, das ist normal in Deutschland. Was will er damit sagen, wenn er das sagt? Ich bin auch Deutsch. Ich ja. bin hier geboren und hier aufgewachsen. Ja. Ich bin Deutscher, ich habe aber halt nur eine andere Meinung. Du hast einen Podcast, die heißen die Deutschen. Ja, ich bin doch sogar 51% von die Deutschen. Nee, nicht 50, 90. Nein, 50. Oh, guck mal, nicht. Ich bin froh, nicht, ich warte an dem Tag, wo das Bild auch nur noch nur die Haare zu sehen ist. Ja, guck mal, ich bin nicht nur von Deutschen, sondern die Deutschen. Ja. Also wir sind das Aushängeschild. Ja. Wir sind die Deutschen. Verstehst du? Ja. Der Weltmeister. Der King. Die Chips. Geil. Verstehst du? Überall bloß ja, ja, guck, und das ist dann, ja, es ist sehr herablassend, die sind respektlos. Ja, gebe ich dir. Die sind, in allen Videos, guck mal, ob es Frauen oder Männer waren, die sind alle sehr respektlos, obwohl ich die gar nicht persönlich angegriffen habe. Die greifen mich dann noch weiter an, die beleidigen mich in ihren Kommentaren, die, das habe ich alles nicht gemacht. Aber ich bin der Respektlose, der Ungehobelte, der sich nicht benimmt. Das ist keine faire Waage. Und deswegen werde ich lieber mich anzünden. Ja. Also so mit Benzin übergießen, an der Tankstelle so. Mit bleifrei und Benzin. Warum bleifrei? Beides einfach. Doch, und dann zünde ich mich an, bevor ich irgendwie was sage, um diesen Leuten es recht zu machen. Nein. Niemals im Leben. Ja. Never. Never. Never ever so wrong. Niemals. Nein, es geht ja nicht um eine Entschuldigung. Das ja. sagt keiner. Es geht ja nur darum, in der Zukunft. Ja, okay, darauf können wir uns einigen. Ja, es geht ja gar nicht um Entschuldigung, du bist verrückt. Musst du doch nicht entschuldigen. Deine Meinung kannst du ja haben, keiner will deine Meinung nehmen. Ja. Auch wenn keiner fragt. Ja. So, du kannst ja deine Meinung haben. Ja. Jetzt aber diese scheiße Geschenkpapier. Ja. Wie. Ich sag mal ein Beispiel. Ein Frauenarzt ist so und so. Ja. Ein Frauenarzt ist so und so, so und so. Jetzt, wenn man hingehen würde und sagen würde, zum Beispiel, nur zum Verständnis, ich will hier nicht belehren, gell? Ja, in dem Video sage ich denke, dass Frauenärzte so und so sind. Ja, perverse, dreckige ja. Typen sind. Ja. So. Wenn man jetzt aber sagt, ich halte von dem Beruf nichts, das ist meine Meinung. Ja. Ich finde ihn auch nicht in Ordnung. Ich finde, es sollte nicht normalisiert werden. In meinem Kosmos, in meiner Welt finde ich das nicht schön. Es ist genau das Gleiche, was du sagst. Genau. Warum nicht so? Wenn du nach Hause kommen würdest und deine Frau wäre mit einem anderen Mann im Bett, ja, würdest du die Tür aufmachen und sagen, hallo junge Dame, ich finde das Verhalten, das du hier an den Tag legst, unpassend und nicht korrekt, wenn man bedenkt, dass wir beide eine Ehe führen. In diesem Sinne würde ich an diesem Punkt jetzt sagen, da ich dich beim Beischlaf mit einem männlichen Homo sapiens erwische,
sollten wir nachher ein Wort miteinander wechseln. Wechseln. Würdest du das so sagen? Nicht genau so, weil ich es nicht kann. Ich würde sagen, ey, was sehe ich gerade hier? Ich muss das erst realisieren. Und dann würde ich als allererstes sagen, es ist meine Schuld. Hätte ich ihr mehr Liebe geschenkt, hätte ich ihr mehr Zeit geschenkt. Boah, Scheiern! Guck mal, ich sag dir aber ehrlich, deswegen bist du beliebter als ich. Weil ich kann das nicht. Das was geht. Du gerade machst. Ich würde sterben. Bruder. So tun. Du bist doch 10-mal schlimmer als ich. Einfach lügen. Ja, stimmt. Doch, als Nafri muss das eigentlich einfach sein. Guck mal, das geht, guck mal, bei mir merken die, guck mal, wenn ich manchmal sage, die dumme, ja. Die Leute wissen, dass ich nur Spaß mache. Ja. Man sieht das. Auch mit meiner Art. Danach lache ich, ich sag Spaß. Du sagst aber etwas und du lässt das einfach so stehen. Und du sagst der Welt, nimmt das so, wie es ist. Und wenn ihr mir das vorwirft, dann habt ihr Pech. Weil ich meine es ja nicht so. Aber gib doch so einen Funken Spaß dazu. Das ist, glaube ich, das, was fehlt. Ja, zum Beispiel sagen, Frauenärzte sind pervers, aber ich würde es auch machen. Hast du immer noch deine Meinung gesagt? Oder noch einfacher. Gar nichts sagen. Nein. Das wäre am einfachsten. Nein, nein, nein. Gar nichts sagen, dafür sind wir nicht bekannt. Wir sind schon, ich gebe dir recht, wir sind schon Meinungsmacher. Wir sollten auch unsere Meinung sagen, aber wir müssen keine anderen Menschen damit verletzen. Weil es gibt natürlich, wenn du sagst, Frauenärzte, bla bla bla. Ne? Aber warum fühlen die sich verletzt? Es gibt ein paar Fälle. Ich glaube, die sich verletzt fühlen, sind genauso. Ja. Ich denke, der Typ, es gibt auch Leute, die wirklich keine böse Intention dabei hatten und es diese Beruf haben und fühlen sich angegriffen. Ich denke nicht, dass von 100 Leuten, was, wenn der Frauenarzt auf Männer steht? Ja, wie dieser eine. Ja, und dann? Ja, deswegen, was will er mir erklären? Er kann mir doch gar nichts erklären, der steht doch auf Männer. Ja, ist doch okay. Ja, aber wie will er, guck mal, er will mich belehren? Du bist doch ein Homosexueller. Guck mal, was willst du einen Heterosexuellen belehren? Ich sag dir, in der Gesellschaft ist es so, ja. Die anderen wollen immer für andere Menschen in die ja. Bresche springen. Ja, aber nur das ist so der neue Trend. Ein Homosexueller springt oft auf Sachen, aber er sollte nicht in die Bresche springen. Ja, okay, der ist gut. Verstehst du? Der ist gut. Bruder, du bist doch ein Homosexueller. Warum redest du so oft über mich? Soll ich mit dir ausgehen? Ja, das wäre geil. Das ist doch kein Problem. Ja. Ich frag mich, geh mit dir aus. Ja, dann wird so James Brown im Auto gehen. Ja. Nee, ich denke mal, Meinung ist schon wichtig, wir sollten unsere Meinung sagen, allerdings fühlen sich, das Problem ist, ich habe keine Differenzierung mehr und keine Relation. Ja, aber guck mal. Warte, ganz kurz, ich habe keine Relation mehr, weil ich finde es, ich weiß, dass du auch so bist, du findest es überhaupt nicht cool, und ich auch nicht, Menschen zu verletzen. Nein. Wir hassen das. Ja. Wirklich. Genau. Aber ich für mich jetzt, in meinem ja. Teil, weil du bist teilweise ein Spinner halt, ne? Ja. Aber ich, wenn ich im Internet bin, ich weiß nicht mehr, wann wirklich jemand verletzt ist oder einfach nur sich, so, ja. Das überdimensional jetzt hypt und sagt, es gibt Leute, die fühlen sich jetzt angegriffen. Das weiß ich nicht mehr. Ja, aber guck mal, zum Beispiel beim Frauenarzt-Thema. Ja. Du hast mir zugestimmt bei dieser Folge. Ja, ich finde es auch nicht, aber mein Wording ist einfach anders. Okay, dann werde ich darauf achten in Zukunft. Das wird nicht passieren, aber doch. Das ist Quatsch. Doch, ich werde nicht mehr verletzende Sachen sagen. Aber wenn ich was Lustiges über... Das hast du schon mal gesagt und es hat 3 Folgen gehalten. Warte, wenn ich was Lustiges... Und dann habe ich gesehen... Wenn ich, was Lustiges über, wenn ich was Lustiges über Griechen sagen will, ja. Wie soll ich das dann machen in Zukunft? Was denn gar nicht sagen. Ja, irgend so einen dummen Scherz, wie immer. Ja, mach doch. Ja, aber das verletzt die ja. Ja, jede Gruppierung ist verletzt. Ja, deswegen sage ich, du musst schon eine gesunde Mitte finden. Du sollst ja nicht jetzt irgendwann hingehen und sagen, ja, die griechischen Gebäude sind sehr antik. Nein, die sind alle kaputt. Da wurde nichts gerettet. Da ist eine Säule, war einmal Cäsar so drin. Fertig. So. Kannst du dir sagen. Ja. Wenn jetzt einer sagt, wie redest du über unsere Kultur, das ist und so, bla bla bla. Cäsar war aber kein Grieche, ne? Ist mir doch egal. Okay, was interessiert mich? Dann hieß der, keine Ahnung, Tzatziki oder so. Ja, ja, siehst du? Ja. Auch so, das liebe ich. Ja, aber die Leute wissen, dass ich nur Humor mache. Aber ich würde niemand zu einem Griechen sagen, ey, du Tzatziki. Ne, würde ich auch nicht. Ja, aber bei dir denkt man das. Jetzt, der Kreis schließt sich wieder. Oder bei euch eben halt, keine Ahnung, was sich da schließt. Ja, siehst du, das ist rassistisch, was du sagst. Ja. Deswegen, ich finde, wir sollten schon unsere Meinung weiter sagen. Guck mal, was jetzt hier ist. Denkst du, ich soll meine Meinung nicht sagen? Aber man darf nicht vergessen, ne? Du kleiner Fuchs, ja. Das ist jetzt zwar eine Nisa-spezifische Folge, aber du kriegst auch oft sehr oft Shitstorm. Ich weiß. Du bekommst nicht mit. Deine Doch, ich guck doch nicht. Deine Folge über mit
dass ein gewisses Volk immer Handtücher hinlegt. Ja. Dann das mit Steuern, wie Deutschland mit den Steuern. Ja. Der Hass des Lebens hast du da drunter bekommen. Ja, ich weiß. Aber weißt du auch warum? Warum? Weil die Leute dumm sind. Ja, genau. Das sage ich doch. Ja, aber ich greife ja keinen Menschen an. Ich habe als Thema Deutschland, ja, komm, als ich das sage, ja. Weißt du, ich weiß nicht, wie du meinst. Danke Deutschland, dass ich hier zusammengeschlagen werde. Ja, danke, genau. Da haben sehr viele drunter geschrieben. Ja, boah, sehr viele. Also ja. 80%, geh doch zurück in dein Land, wenn es dir nicht passt. Ja. Ja? Das ist ja auch Schütze. Aber achtest du auf die Gefühle, die hast du ja auch verletzt. Das geht nicht um die Gefühle, das sind Fakten. Ja, aber die hast du ja auch verletzt. Ja, und ein Fakt ist, dass ein... Warte, ich will mich hier verbessern. Ja. Es ist kein Fakt. Aber es wirkt sehr befremdlich. Ja. Dass ein Mann ja aus dem Nichts sagt, ich werde Frauenarzt. Genau. Ja, wie schön du das gesagt hast. Außer man ist ein Homosexueller. Ja. Das heißt, so Leute brauchen sich ja gar nicht angegriffen fühlen. Ja, guck, diese zwei wirkt und das andere. Genau das brauchen wir, Nisa. Das, ja. Das war's. Ja, aber es gibt viele. Guck mal, okay, was ist mit den Leuten, die es checken? Mir schreiben, ohne zu übertreiben, Hunderte. Ja. 40 Frauen. Ja, weil die sagen, die auf dich stehen. Nein. Doch. Die schreiben mir und sagen. Die sagen, der ist so sexy, ja, wie er geredet hat. Und die schreiben, ich gehe auch nicht zu einem männlichen Frauenarzt. Ja, genau. Ja, aber du vergisst, Schwester, du hast Insta. Ja. Geht nix. Ja, was für ein Esel, Alter. Guck. Diese Position wäre schön, wenn du die öfter einnehmen würdest. Und nicht nur hier beim Lachen, Alter. Muss ich da lang? Also, nee, ich war schon fast richtig. Ja? Ja, guck mal. So hier oder? Nein. Ah, doch, so, ja. Doch, ist richtig. Boah, ich weiß. Ja, du weißt, ey, guck. Schuf. Ey, guck mal, wie viele Ü40 Frauen schreiben mir, also jetzt ernsthaft, und schreiben, ey, wir sehen uns in Kiel, ich bin da bei deiner Show. Aber nicht, dass du mir nicht die Hand gibst, weil ich bin hier schon Ü40 und bin am Verfaulen. Die checken das. Wie viele Frauen schreiben mir, ey, Nisa, ich bin Fan, bla, aber ey, ich gehe zurück in die Küche. Oder wie viele Rothaarige schreiben, warte ab, wenn wir dich erwischen, ich habe schon in unserem Tribunal über dich geredet und so. Aber die checken das und diese Leute sind geil. Ja, und die will ich auch erreichen. Ja, aber diese Menschen sind zufrieden mit sich. Okay, jetzt werde ich alles machen, was du sagst. Ich schwöre, diese Menschen, das wollte ich hören, dass du diese Leute, ja, die mich nicht verstehen, disst, indem du sagst, dass sie unzufrieden sind. Oh, ich liebe diese, ja, natürlich sind die unzufrieden. Oder welcher erwachsener Mann macht ein Video über einen anderen? Wenn er, aber ja, der ist ja kein richtiger. Ja, okay, sorry. Es geht doch darum, vom anderen. Wenn jemand so Hass schürt, ja, der hat ja Unzufriedenheit. Der will ja unbedingt sagen, der gefällt mir nicht, was er sagt, was er redet. Ja. Kannst du doch machen. Du kannst aber auch sachlich deine Meinung sagen, ohne zu beleidigen. Du wirfst ohne jemand herablassen. Anderes vor, ja. Du wirfst jemand anderes was vor, was du dann selber tust. Ja, ja. So, wer mit dem ersten Stein beginnt, was sagt man? Erster Stein geworfen, ihr müsst Stein runterlassen, wenn du auch schon mal einen Stein geworfen hast. Genau. Irgendwie sowas. Sehr gut. So. So sagt man das. Das sagt man genau so. Ja. Diese Sache ist so. Die sind unzufrieden mit sich, weil sie dann, ich finde, jeder sollte seine Meinung sagen können. Bevor die dann sagen, ah, ihr seid doch nur unzufrieden, weil man gegen euch ist. Oder gegen ihn. Ja. Ja, ich nehme mich mal da raus. So, dass da, nein, du kannst deine Meinung sagen, aber sei sachlich. Wenn du es nicht feierst, dass du sagst, ich finde, ein männlicher Frauenarzt ist völlig in Ordnung, kannst du das gerne reinschreiben. Ja, aber lass mir doch meine Meinung. Ey, warum willst du den aber denunzieren, Alter? So, warum willst du den ändern? Das ist doch Quatsch. Ja, und warum lässt du mir nicht... Du hast ja auch deine Daseinsberechtigung. Ja, und warum lässt du mir nicht meine Meinung? Ja, das finde ich scheiße. Ja, deswegen stehe ich auch hinter und dir. Und das ist... Weißt du, das ist? Das ist Faschismus. Ja. Du willst mir deine Meinung, verstehst du? Wo ist die Sowjetunion, ja, wenn man sie braucht? Ja, wieso lässt du mir nicht meine Meinung? Also guck mal, ich sag's noch einmal. Alles, was ich sage... Nee, Moment. Ach so, warte mal. Ja. Sorry. Ich nehme mal die Position... von Gegenwind ein. Kurz. Ja, ja. Ne? Kurz gehe ich wieder rein. Ja. Die sagen ja, du darfst eine Meinung haben, aber Nisa, du hast einen Podcast, den fast 2 Millionen Menschen jeden Monat hören. Echt? Ja, wir sind jetzt bei 1,8 Millionen, habe ich vorgestern gesehen. Echt? Ja. Ja, dann gib mal so ein paar Chicken Wings aus. Ja, gleich.
1,8 Millionen Zuhörer, letzten Monat, wir sind um 54% gestiegen in einem Monat. Krass, und das, obwohl sich alle angegriffen von mir fühlen. Nee, also erstmal danke, die diese Videos gegen Nisa gemacht haben. Ihr habt uns echt so viel Mehrwert gebracht. Danke, ja. Weil es gibt ja viele Leute, die sehen das und sagen, ey, ich finde den aber trotzdem cool. Ja, ich habe gesagt, guck mal, und Homosexuelle sind bekannt dafür, dass die einen immer supporten und pushen. Ja, deswegen Liebe an euch. Liebe an euch, danke. So, und jetzt kommt der Punkt, wir werden ja immer größer und die sagen, ja, aber deine Meinung kann ja was bewegen. Wenn Nisa jetzt das sagt, wenn ja viele Männer oder viele Frauen sagen, der hat recht. Ja. So, das ist, ich gehe nie wieder zu einem Mann, ja, der hat recht. Oder der Mann sagt, ey, du gehst nie wieder zu einem Mann. Genau. So, das heißt, du bewegst was, ja, und das ist ja gefährlich. Aber das will ich ja bewegen. Ja, ich weiß, aber verpack das doch richtig. Ja, das werde ich jetzt in Zukunft machen. Verpack das richtig, okay, weil wir bewegen noch, keine Angst. Ja, ja, und wie? Wir haben noch einen ganz anderen Plan. Ja, genau. Wir müssen aber, bis wir da hinkommen, müssen wir... so? Ja. Bis die Fäden richtig stramm sind. Ja, genau. Und dann kann ich dann machen, was ich will? Ja, nicht das, ganz, nicht, ja, ganz übertreiben. Nicht, aber dann mach deine Fäden. Ja. Zum Beispiel jetzt auch, guck mal, allein was ich gestern wieder gesehen habe, wegen Deutschland, ich könnte hier eine Stunde Folge, die nur dissen. Ja, aber so, kriegst du auch wieder... Ja, aber guck mal, jeder, der jetzt da disst, ja, der hat die Welt nicht verstanden. Ja, genau. Deutschland, die Regierung ist pleite. Die haben es geschafft. Deutschland ist pleite. Weißt du, wer auch pleite ist? Ja. Ich? Das war nur so eine Andeutung, dass du das selber... Ja, geil. So, Deutschland ist pleite. Wo sind die 260 Milliarden? Wo ist das? Wo ist dies? Frauenarztförderung. So. Wusstest du, dass in Amerika... Und dann wieder, sorry. Ja. Und dann wieder hier ein paar hundert Milliarden an die Ukraine. Wieder da, fürs eigene Land. Was mit unserem eigenen an Volk? An Israel. Was mit unserem eigenen Volk? Wir brauchen doch gerade selber Hilfe. Wer hilft denn uns? Afrika, hier nochmal 2 Milliarden. Für was? Für ein paar Lehmhäuser? Nee. Deinem Lehmhaus gehen dir die Ideen aus. So. Deutschland schickt doch nicht Hilfsgeld an Afrika. Doch, jetzt wieder zugesagt. Niemals, glaube ich dir nicht. Boah, gestern und vorgestern zugesagt, so mit Hand. Als ob Deutschland den Afrikanern hilft. Ja, für, das ist so pleite. Oder die helfen, weil sie dafür das Achtfache irgendwo anders raus... Boah, das ist doch genau so. Weißt du, das beste Beispiel ist? Ich finde das Beispiel brutal. Wenn es nicht so ist, kannst du mich gerne korrigieren. Ja. Für mich bist du genau dasselbe wie die Situation. Oder warum wir Deutschen, warum dürfen wir das nicht? Wir hängen eine Deutschlandfahne raus. Ja. Was jeder macht bei einem Türkei-Spiel und alles Mögliche, ja, hängen raus. Du bist gleich ein Nazi. Ja, das gefällt mir auch nicht. Ich mag das nicht. Warum darf man keine deutsche Fahne aufhängen? Warum werde ich direkt betitelt? Oder warum, wenn ich mal eine Deutschlandfahne trage oder so ein Adler, dann siehst du ja auch bei TikTok Kommentare, boah, was für ein Nazi, das, ja, das, das. Ja, die sind doch hängen geblieben. Man darf so, ein Deutscher darf nicht so zelebrieren, dass er deutsch ist. Das ist der größte Quatsch, den ich je gehört habe. Also der weiße Mann generell, ob in Schweden, ob in den USA, aber du kannst, oh, alles andere kannst du machen. Nö, feier ich auch nicht. Ich mag den, so einen richtigen Deutschen. Ich mag meine Deutschen deutsch. Ja. So, die sollen richtig deutsch. Ich mag gar nicht diese Deutschen, die so tun, als wären die anders. Und ich, das ist so, voll deutsch, befremdlich. Ja, was ich noch hast, so Deutsche. So wie wir mit Erik waren. Ja. So einen Deutschen. So, nicht so, wie sagt man bei euch, Shalami Aleikum, haha. Ha. So deutsch will ich nicht. Ich will sagen, ey, Gude. Weiß sicher. Was, genau, los, gell? Genau. Wo kommst du denn her? Ist mir doch egal. Ja, genau. So einen brauche ich. Ja, genau. Und wenn du sagst, und der dich auch disst, der auch keinen Charme hat, dich zu dissen für kulturelle Eigenart, ohne als Nazi zu gelten. Ja. Zum Beispiel, wenn ich auf Arabisch was einem anderen sage, dass der sich so lustig über mich macht. Ich feiere das. Ich will mich davon nicht ergeben, wenn er dann sagt, Junge, was war das denn für ein Driss, was du da gerade geredet, genau, hast? Ich lache mich dann kaputt. Schiss. Ja. Ich, ja. So ein Schiss. Nee. Ich sag mal so, meine Meinung dazu. Hm. Guck mal, im Internet, wir haben gerade andere Probleme gerade. Also Deutschland geht langsam gerade zugrunde. Echt? Ja, was jetzt auch 2024 für Gesetze kommen ab Januar. Ich merke gar nichts davon irgendwie. So, besser ist es. Die Ampel ist pleite. Boah, ich, das ist die schlechteste Regierung, die jemals Deutschland hatte. Schlechteste Regierung. Echt? Ja, leider. Mit Fakten basiert. Nur Müll. Sicher, ich kenne mich mit Politik nicht aus. Ich habe immer Angst, dass du irgendwas Falsches sagst, dann wieder zerstört werden. Das ist die schlechteste Regierung zurzeit. Sowas gab es in Deutschland noch nie. Wir hatten immer gute Leute, ja, von Helmut Schmidt, Helmut Kohl,
jetzt hat die Angie, hat die nochmal im nachwirkend hat sie gezeigt, wie gut sie eigentlich war. So, aber jetzt, das ist ja alles Müll. Ja, der ist ja ein richtiger Kick. Also das ist ja Müll, so hier Steuerskandale werden weggeschwiegen, 260 Milliarden fehlen. Das größte Gericht von Deutschland hat denen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich habe gar keine Ahnung von Politik. Ja, ganz schön. Seit zwei Tagen alles voll damit. Deutschland wo ist pleite. Wo ist Salim, wenn man den braucht? Ja, Salim wird das erklären. Also deswegen habt euer Geld auf dem Kopfkissen, versteckt es gut. Ich hab heute mein Steuerdings bekommen von 21, was ich zurückzahlen muss. Ja? Ja, das heißt, das ist gut verdient. Das sagen die doch immer. Aber es ist immer noch mein Geld. Weißt du, wie ich zurückzahlen muss? Ja. Ich hör, mein Herz ist gebrochen eben. Ja? Ja, ich hatte voll gute Laune. Und dann habe ich diesen Brief bekommen. Ich so, boah. Ich muss wieder. Ich zeig dir meinen Brief. Ja. Dann kriegst du wieder gute Laune. Ja, genau. Aber wie mit dem Auto damals. Ja. Ey, guck mal, schein jetzt. Bruder, komm mit. Also, wie viel Minuten? Wie viel Uhr? Eine Stunde. Wow! You can really dance! Also, ich. Ja, aber ich will noch mehr erzählen. Ja, ich will noch den Nizar machen. Ja, warum? Ich will noch mehr erzählen, ich bin noch nicht. Warum machst du das so hoch? Ich will mich verstecken, weil ich. Die Gesellschaft will mich nicht. Deswegen will ich mich selber auch nicht mehr. So, erzähl. Also. Erstens, bin ich froh, dass du wieder da bist. Ja, ich auch. Ich will. Das wird geil. Echt lustig. Ja, essen wir Pizza oder Chicken Wings? Boah, Pizza hat richtig, hätte ich richtig Bock. Das ist eine geile Pizza, ne? Ja, Mann, jetzt bin ich drin. Jetzt bin ich drin, das ist mein Hobby, Alter. Ja, klar, ich bin drin, ich hab dich vermisst. Ja, ich auch. Du warst lange weg. Ich hoffe, dass die Deutschen, dass das nie aufhört. Ja, und an alle draußen, heult mal nicht so viel rum, kümmert euch mal richtig sagen, könnt eure Meinung zwar sagen, aber ihr müsst nicht aus jedem Spaß jetzt direkt so eine Werbekampagne machen. Oder aus einer Meinung. Aus einer Meinung. Wir haben unsere Meinung. Wir sind auch daseinsberechtigt. Wenn ihr uns nicht feiert, abonniert uns nicht. Und bei TikTok und bei Instagram gibt es eine Funktion, da steht, das interessiert mich nicht. Ja, mach weg. Genau. Oder ihr seid ein bisschen gechillter, wie die Schweizer. Ja. Weil wir in der Schweiz haben nicht das Problem wie in Deutschland. Weil wir ein bisschen mehr Geld haben als die deutschen Mitbürger. Ja, deswegen www.nisa.tv. Ja, ich bin auf Tour, ganz, ganz wichtig. Er ist ganz, ganz wichtig auf Tour. Ja, www.nisa.tv. So heißt die Tour, ganz, ganz wichtig. Ja, ganz, ganz wichtig. Geht, checkt die Dates, ich bin überall. Schweiz, Deutschland, Österreich. Kann man oben so zwei Tickets mal verlosen oder ist es haram oder so? Nein. Verschenken? Ja, genau, das kann man ja. Wenn man, ja, das geht. Na ja, okay, wir verschenken mal so zwei, drei Tickets. Ja, verschenken, wie? Erklären wir mich in der nächsten Folge. Also, danke an meinen wunderbaren Partner, ja, danke an Nisa, danke an Schein, mein Schatz. Danke für die geile Folge, schöne Grüße an alle, nur Love, Peace and Harmony. Außer an die Keks, die meinen, dass sie mir an den Karren urinieren können. Genau. An euch gibt's kein Peace, Love and Harmony. So, von mir schon, wenn die Kooperation stimmt. Ciao. Ciao.